Gegen den Berg, meine Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Channel. Heute zeige ich euch die 5 besten Klassen, die ich zurzeit spiele in Warzone nach dem Mid-Season-Update. Ja, ich würde sagen, ich stelle euch eine Klasse nach der anderen vor. Viel Spaß damit. Probiert die Klassen aus und dann schreibt in die Kommentare, ob sie euch gefallen haben oder nicht. So, meine Freunde, kommen wir auch schon zu meinen Top 5 Klassen. Ich würde schon sagen Top 5 6 Klassen. Top 5 6, genau. Top 6 Klassen. Und zwar die erste Waffe ist die Wellgun. Die neueste Waffe in Vanguard. Die zocke ich mit dem Rückschussbooster. Also ich zocke immer, damit ihr Bescheid wisst, eine Nahkampfwaffe, eine Fernkampfwaffe. Das sind meine Top 3 Loadouts, also 6 Waffen insgesamt. Und dann zocke ich hier erstmal die Wellgun. Hier habe ich den Rückschussbooster für die Schussrate, ist ja natürlich klar. Das ist die Nahkampfwaffe aus diesem Loadout. Lauf zocke ich den zweiten Lauf, auch Schussrate. Visier Schieferreflektor. Da, wenn ihr Standardvisier zockt, könnt ihr auch gerne Standardvisier zocken. Schafft den ersten, schön für Bewegungstempo. Flink, schnell, ist ja klar, brauche ich nicht weiter drauf eingehen. Holzigriff, schön, Rückschusskontrolle, Präzision aus der Hüfte, damit man noch ein bisschen im Scope auch was anrichten kann. Magazin, 64 Schussmagazin, Munition verlängert. Wenn ihr Brandmuni habt, dann natürlich Brandmuni. Unterlauf, den Schnitzer, Vordergriff, auch Präzision aus der Hüfte. Das war die Wellgun. Also für mich auf jeden Fall von den Vanguard-Waffen gehört sie auf jeden Fall zu den Top 6 zurzeit. Und dann kommen wir jetzt mal zu Brenn. Brenn ist immer noch für mich eine der Meta-Waffen. Hier Mündung MX-Schalldämpfer. Lauf, den zweiten, schön für die Reichweite. Das ist die Long-Range-Waffe aus diesem Loadout. Visier, das 2,5-5er Visier, wenn ihr das nicht mögt, aber meistens zockt ihr damit, dann zockt ihr einfach mal das hier, das Visier hier. Schaft entfernt, damit man wenigstens ein bisschen mit einem LMG ein bisschen Movement hitten kann. Sonst hast du da so einen dicken Klotz an der Hand. Extra 2 fester Griff, ne, extra fester Griff, extra 2 voll geladen. Griff, zeug ich den Polymergriff. Weil Präzision und Rückschuss bei Dauerfeuer, bei einem LMG, ich sag euch so wie das, Laser, Baby, dicken Laser. Dann Magazin, zocke ich das 40 Schuss Magazin, finde ich persönlich reicht, 40 Schuss bei der Waffe. Ihr könnt auch hier in der 50 Schuss Magazin nehmen, aber dann habt ihr eine höhere Rückschusskontrolle, höheren Rückstoß und höhere Präzision. Schwach, was laber ich? Ich sag, ihr habt höheren höhere Rückschusskontrolle und höhere Präzision. Andersrum, der Rückschuss ist höher und ihr seid nicht so präzise bei dem 50-Schuss-Magazin. Mensch! Munition verlängert. Wegen der Kugelschnelligkeit, ich weiß nicht. Normalerweise zockt jeder Brandmuni bei der Brenn, finde ich. Reicht aber verlängert. Und Unterlauf zocke ich den letzten. Und das ist mein erster Loadout, den ich sehr, sehr gerne spiele. Auf Rebirth, sowohl als auch auf Caldera. So, kommen wir auch schon zum zweiten Loadout. Wie zocke ich den zweiten Loadout? Und zwar zocke ich hier die STG und die MP40, eine Long-Range-Waffe, eine Close-Range-Waffe. Und zwar zocke ich die STG mit dem Quecksilber-Schalldämpfer. Der ist sogar sehr nice, das ist mein Schalldämpfer hier in dem Fall. Lauf zocke ich den zweiten, schön, äußerst präzise und steuerbar. Präzision aus der Hüfte brauchen wir nicht, Sprint zum Feuertempo brauchen wir nicht. Gehgeschwindigkeit beim Zielen brauchen wir auch nicht. Wir brauchen Reichweite, präzise und steuerbar. Das ist die Long-Range-Waffe hier in der Klasse. Visier zocken wir das Stani 2,5, zocke ich am liebsten eigentlich. Schaft zocken wir den letzten Schaft. Extra Vital, reduzierter Torso-Schaden, Rückschusskontrolle und Präzision. Vital ist nice, wenn ihr zu langsam nachlädt. Sonst Fingerfertigkeit oder Fokus, das könnt ihr entscheiden. Also ich zocke immer gerne Fokus oder Vital. Extra 2 vollgeladen. Griff zocken wir den Polymergriff, schön für Zuckenwiderstand. Präzision und Rückschuss bei Dauerfeuer, ganz wichtig bei dieser Klasse. Schöner Laser auch, muss ich sagen. Magazin zocken wir das 30 Schuss Magazin. Wenn euch das zu wenig ist, knallt das 60 rauf. Aber müsst ihr selber entscheiden. Ne? Das müsst ihr dann selber wissen. Das oder entweder das 60 Schuss. 60 Schuss sieht eigentlich auch ganz nice aus mit dieser Variante hier. Zack, zack. Ihr könnt dann auch auf die Optik gehen. Ne? Dann zockt das 60 Schuss. Munition verlängert. Auch natürlich Brandmuni immer im Wechsel, wie ihr Bock habt. Und Unterlauf zocke ich den zweiten. Das war die Long-Range-Klasse, die STG in diesem Loadout. Ich zeige euch jetzt die MP40. Die MP40 finde ich größte Standardwaffe im Vanguard, gehört immer noch zu den besten Waffen. Mündung, Rückschussbooster, Lauf. Also, und die Waffe will ich auch tatsächlich nicht weiter eingehen, weil die zocke ich immer so und die zockt man seit Anfang an, so finde ich.
Also Mündung letzte, Lauf die den ersten Visier, das letzte Visier, wenn euch das nicht gefällt, natürlich den Schieferreflektor. Dann schafft den ersten, extra erste voll geladen, extra zwei Griff, Polymergriff, Zockenwiderstand, Präzision und Richtschuss bei Dauerfeuer, wichtig natürlich. Magazin, 40 Schuss Magazin, Munition, Brandmuni und Unterlauf, den Marv 6 Skelett. Das ist der zweite Loadout, den ich zock. Und dann immer schön mit eifrig, hier auch eifrig rein. Ich zocke eigentlich immer mit eifrig, ist eigentlich sehr, sehr, sehr nice. Ich brauche das einfach, dieses schnelle Buffwechsel. Ja, letzte Klasse, das ist die absolute Rusher-Klasse. Da haben wir keine komplett Long-Range-Waffe, aber auf Mid-Range ist die Cooper krass und Owen ist im Nahkampf. Boah! Also, ab zu Owen. Wie zocke ich die Owen? Ja, moin, Digga, da muss ich los. Die Cooper natürlich. MX-Schalldämpfer. Lauf zocke ich den ersten Lauf. Äußerst präzise und steuerbar. Wieder haben wir hier das gleiche. Schussrate hoch, zack. Sehr, sehr geil. Visier zocke ich immer Schieferreflektor. Merkt ihr langsam jetzt Schieferreflektor. Könnt natürlich aber auch hier das 2,5er Scope spielen. Müsst ihr selber entscheiden, was ihr geiler findet. Ob ihr wirklich ein bisschen mehr auf Long Range gehen wollt oder halt komplette Rush rein. Scharf zocke ich den zweiten. Extra zocke ich fester Griff. Präzision und Rückschuss bei Dauerfeuer. Extra 2 parat. Natürlich aber auch voll geladen, wenn ihr wollt. Ne? Ist ja klar. Griff zocke ich den Stoffgriff. Magazin 60 Schusstrommel. Hier finde ich zum Beispiel wichtig, dass ihr die 60 Schusstrommel spielt, weil die Waffe eine sehr hohe Feuerrate hat und dadurch verlierst du halt schnell deine Munition. Also 60 Schusstrommeln finde ich bei der Cooper ist ein Muss. Schaden geht zwar runter, aber die Schussrate geht dementsprechend höher. Also ist es okay, wenn ihr Schadensverlust habt, finde ich. Ihr könnt auch das 45 Schussmagazin zocken, aber dann geht die Rückschusskontrolle runter und die Präzision. Und dann ist die Waffe nicht mehr so geil. Dann ist das kein kompletter Laser mehr. Also ich finde 60 Schuss sehr, sehr wichtig. Munition verlängert. Auch natürlich Brandmuni, wenn ihr Bock habt, ist ja klar, auf ekelhaft immer. Und hier zocke ich den M3 Bereitschaftsgriff. Ist mal was anderes, da geht die Rückschusskontrolle runter, aber ich will ja mit dieser Klasse auch ein bisschen rushen. Das habe ich ja von Anfang gesagt, ist keine komplette Long Range. Wenn ihr mehr auf Long Range gehen wollt, dann zockt den letzten. Dann zockt den letzten Unterlauf. So, kommen wir dann jetzt auch zu Owen. Meiner Meinung nach könnte mit die beste Waffe sein zurzeit, ja. Also die hat einen geilen Buff bekommen und das ist einfach ein super, super Laser. Könnte vielleicht die beste MP zurzeit sein, vielleicht müsst ihr selber für euch entscheiden. Was aber bei der Owen wirklich stört, ist dieses fette Ding da rechts neben der Waffe, ne? Dieses Mech. Das ist so hässlich, guckt euch das mal an. Das ist so, so, so hässlich. Das ist so ein fettes Ding hier rechts. Also wenn ihr in den Scope geht, das ist einfach ein Oschi. Das ist wirklich ein Oschi, ne? So, also Mündung, Rückschussbooster für die Schussrate. MP ist immer schön auf Close Range. Hier letzter Lauf. Im Visier zocken wir den Schieferreflektor. Schafft entfernt. Schön Bewegungstempo, ZV, Geschwindigkeit. Das, was eine MP braucht, damit man Movement hitten kann. Extra 1. Und 2, flink und schnell, brauche ich nicht weiter drauf eingehen. Griff zeug ich den Stoffgriff, schön sprinten zum Feuertempo. Ihr merkt selber, Prizi muss nicht so hoch sein, weil die Gegner schön nah dran sind. Wenn sie weit sind, dann holt ihr die Cooper raus. Magazin, 72 Schuss Magazin, schön im Dauerfeuer. Babam, pushen, Dauerfeuer, bumm, um die Ecke, pushen, Dauerfeuer. Munition, Brand, auf ganz eklig. Und natürlich den Unterlauf, den Mark 6 Skelettunterlauf. Ja. Das sind also zurzeit meine drei Lieblings-Loadouts. Natürlich könnt ihr die Waffen miteinander anders kombinieren. Wenn ihr die Brenn zockt, könnt ihr natürlich auch die Owen mitnehmen. Oder wenn ihr die STG zockt, könnt ihr auch natürlich auch die Wellgun mitnehmen. Ich würde aber nur immer ein Sturmgewehr mit einer MP zusammenspielen. Oder natürlich, wenn ihr Rebirth spielt, natürlich eine MP oder eine Sniper. Und ein Sturmgewehr oder eine Sniper. Wenn ihr eine Sniper zocken wollt, dann würde ich immer noch die Swiss empfehlen. Link mache ich euch mal in die Videobeschreibung. Ja, wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal, meine Freunde.